Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 20.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, da gibt's doch tatsächlich Leute, die sagen, der Waschbär leckt, ich lecke nicht. Und lecken tue ich auch nicht. So, wir gucken mal in den heutigen Item Shop rein und da haben wir einen neuen Skin, den heißen Draht und den Megavolt, eine neue Picke. Wir schauen jetzt erstmal auf der rechten Seite in den Golfschläger rein. Ist der Driver, der kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier ein Voting von 3,63 von 5 bei 16 Votes am 14. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal, 27 Reminders, letztes Mal im Shop vor 37 Tagen. Dann haben wir hier den Birdie. Ja, Schnuckelchen kriegt von mir auch 6 von 10. Hat hier eine Benotung von 3,6 von 5 bei 40 Votes am 14. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal, 29 Reminders, auch vor 37 Tagen das letzte Mal im Shop. So, im Hüpflama, das finde ich mega cool. Hüpflama für 500 V-Bucks, das Teil kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 3,46 von 5 bei 37 Votes am 22. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 6 mal 26 Reminders, jetzt mal im Shop vor 20 Tagen. Dann sind wir hier bei dem Funkenzünder. Das Teil. Ja, sieht man jetzt hier nicht so wirklich, da müsste man jetzt die Einstellungen hochschrauben. Für 500 V-Bucks, dann sieht man hier überall so Funken rumfliegen, kriegt von mir 8 von 10. Aber nur wegen den Funken, die man jetzt nicht sieht. 3,17 von 5 bei 12 Votes am 3. Mai 2019, das erste Mal drin gewesen, 5 Mal. 4 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Dann haben wir den Krabby. Für 500 V-Bucks, crazy Teil, kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 4,14 von 5 bei 29 Votes am 2. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, 5 mal 3 Spiel, meines jetzt mal im Shop vor 36 Tagen. Alles so um den Dreh rum, so um die 30 Tage her. Doppeltes Spiel, mega geil. Oben jetzt in der rechten Ecke ein Gameplay verlinkt, 1200 V-Bucks. Und die coole heiße Lady kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. Das ist Double Cross. Double Cross hat hier ein Voting von 4,16 von 5 bei 45 Votes am 4. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen. 5 mal 48 Reminders jetzt mal im Shop vor 34 Tagen. So, dann haben wir hier diese Limetta. Die habe ich gestern bereits benotet. Die sauren Schläge habe ich auch gestern bereits benotet. Sauer ebenfalls benotet. Wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die Noten seit gestern entwickelt haben. Mein Voting von 2,83 von 5 bei 6 Votes. Dann haben wir hier 2 von 5 bei 5 Votes und 2,23 von 5 bei 13 Votes. Ja, das ist alles nicht so besonders, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, dann haben wir hier diese neue Picke, Megavolt. Die sieht schon ziemlich interessant aus. Teil kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Megavolt hat bis jetzt noch keine Benotung. Ja, und dann haben wir noch den Hotwire. Und auch da schauen wir mal ganz kurz rein. Das ist der heiße Draht. Ich finde, der sieht cool aus. Ich finde, der hat irgendwie was. Hier vorne, die Batterie. Das hier ist ein Überbrückungskabel. Kriegt ihr dann auch nochmal richtig Strom rein hier. 12 Volt Charge. Da unten hat er, ja, was ist das eigentlich? Das sieht auch aus wie so ein Elektroschocker. Dann haben wir hinten dieses geile Backpack. Auch hier Strom fließt. Ich persönlich finde, der sieht cool aus. Kriegt von mir 8 von 10. Die Noten sind unterirdisch. Konnte den jetzt auch nicht auf der Map finden. Hier haben wir 2,33 von 5 bei 3 Votes. Ja, das ist nicht wirklich gut. Dann muss ich natürlich noch die Benotung für den Shop abgeben. Da gucken wir mal jetzt rein. Wie soll ich den Shop bewerten?
Also ich bin jetzt kein Mega-Fan vom Krabby. Das hier alles bis auf doppeltes Spiel und Hüpflama ist mehr jetzt nicht ganz so toll. Hier saurer Schläger und Leim und der ganze Kram auch nicht so wirklich toll. Heißer Draht und Megavolt, ja, sind ganz cool, aber für ein Love It reicht's bei diesem Shop nicht. Für mich ist es ein It's Meh. Und ja. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Reich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.